Geht. Nun, ich heb den Karton mal an. So, als erstes kommt uns eine Bedienungsanleitung entgegen, ja, wo alles nochmal erklärt ist, auch auf Deutsch, auf Chinesisch, das werden die wenigsten hier auf meinem Kanal verstehen. Ja, Französisch, Arabisch, einige Sprachen sind drin. Ja, als nächstes sehen wir hier die ganze Schließeinheit mit dem Fingersensor oder Fingerabdrucksensor, den Drehknauf von innen und das ganze Schloss, was nachher meine Tür öffnet. Ja, hier ist noch ein kleines Schächtelchen, da ist wahrscheinlich ja, Werkzeug noch drin und zwei Madenschrauben, das sind wahrscheinlich Ersatzschrauben. Und dann haben wir hier Transponderkarten, drei Stück mit einem QR-Code hinten drauf, die ich auch ja, an meinen Schlüsselbund machen kann. Tu einfach nur über den Sensor drüber wischen und dann öffnet sich auch meine Tür. Ja, da braucht man auch keine Angst haben. Alle Sachen kann man natürlich auch ja, löschen. Das heißt, man kann Fingerabdrücke, die man registriert hat, kann man löschen. Man kann auch natürlich die einzelnen Karten löschen. Man kann sogar hergehen, kann Zeiten festlegen, dass man sagt, ja, von 10 Uhr bis 12 Uhr mittags kommt nur einer mit der Karte rein. Sag mal, wenn man seiner Putzfrau jetzt, wenn man eine haben sollte, so eine Karte gibt, dann kann die wirklich nur in dem Bereich auch rein und sonst nicht. Das ist eigentlich schon eine ganz tolle Sache. Ja, ich würde mal sagen, als allererstes besprechen wir mal das Wichtige, für welche Türen ist es denn überhaupt geeignet, ja? Also wenn man jetzt hier diesen Abstand sieht, ja, das sind glaube so 60, nee, 70 müssten sein, 70 mm, das heißt für ein Türblatt von 70 mm. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, wir können noch verstellen, das heißt, wenn ich jetzt hier die Imbusschrauben löse und auch hier an der Seite, wenn ich das diese Madenschraube rausschraube, dann kann ich hier dieses Edelstahlgehäuse entnehmen und darunter befindet sich das Batteriefach. Und unter dem Batterie oder in der Mitte des Batteriefachs ist auch noch eine Schraube, die kann ich auch mit dem Innensechskantschlüssel lösen und dann kann ich ja, mir hier die Größe von meinem Türblatt einstellen, so wie ich es halt benötige. Das bedeutet also von 70 bis 110 mm Türblätter kann ich hier mit diesem Teil hier abdecken. Ja, und jetzt schraube ich das einfach mal ab, dass man auch mal sieht, wie das funktioniert. Nun, dafür brauche ich jetzt den kleinen. Hier liegt ja noch der große Innensechskantschlüssel. Hier habe ich so eine kleine filigrane Schraube. Ja. So, ich hole die mal ganz raus. So sieht die aus. Lege ich mal hier ab und dann kann ich jetzt das Gehäuse hier nach hinten abziehen. Ja, ein bisschen Kraft. So, jetzt habe ich hier unten das Batteriefach. Seht ihr, mit dem Pfeil nach außen kann ich das öffnen, wenn ich das nach rechts schiebe. Das lege ich mal hier ab. Und ja, jetzt sehen wir hier kann man 3x 1,5, also AAA-Batterien einlegen. Ich habe auch probiert hier wieder aufladbare Batterien. Die gehen auch. Also die funktionieren auch. Wer sie gerne dann wieder aufladen will, weil ich habe noch keine Erfahrung, wie lange die eigentlich